Hi Leute, wir machen weiter mit dem Mosaik. Diesmal mit der zweiten Hälfte der Eldorado-Serie. Wir hatten ja das letzte Mal schon die erste Hälfte. Die zweite Hälfte geht natürlich logischerweise bei Heft 272 dann los und endet mit Heft 282. Die zweite Hälfte, ja, hat vor allem im Finale einige Schwächen, auf die ich auch mal versuche, da ein bisschen einzugehen. Das wird also auch wieder nicht ganz spoilerfrei vonstatten gehen. Ja. Die Abrafaxe hatten nun die Stadt Eldorado gefunden und ja, verhindert, dass dort Schindluder getrieben wurde, haben die dicke Dachse befreit und ja, wissen natürlich jetzt nicht wohin und schließen sich der Donna Ferentes an. Wir erfahren, dass die Donna Ferentes eben keine Spanierin ist, sondern eine englische Spionin, die sich in der Stadt Lima oder Callao, jedenfalls in Lima. Hier hat man das so ein bisschen die Karte aufgezeigt, wo es jetzt hingeht. Ja, mit Sir Francis Drake treffen will. Sir Francis Drake ist ein Kaperfahrer, also ein Pirat unter der englischen Krone gewesen. Und mit der möchte sich Donna Ferentes nun treffen. Eigentlich sollte sie das Gold ja, von Eldorado mitbringen. Währenddessen schlägt sich Don Ferrando selber durch den Dschungel Südamerikas durch und wie gesagt, die Abrafaxe wandern nun mit Donna Ferentes. Die Besonderheit ist hierbei, für die Hilfe in Eldorado hat Widow Wechselgeld eine kleine Statue bekommen, eine steinerne Statue und auf die ist nun sein ganzer Stolz, die schleppt er überall mit hin. Doch, ja. Mit einmal fällt sie herunter und zerbricht. Und ja, als diese zerbricht. Moment, haben wir diese Szene? Hier fällt sie ihm selbst auf den Fuß und sie zerbricht. Und plötzlich kommt ein goldener kleiner Mann raus. Also haben wir doch noch Gold aus Eldorado gefunden. Aber es ist nicht alles damit nun erledigt, dass dieses kleine goldene Männchen da ist. Nein, in diesem goldenen Männchen verbirgt sich ein weiteres Geheimnis. Und zwar einer der legendären 13 Kristallschädel, der man magischen Kräften zuspricht. Ab jetzt an wird natürlich auch Donna Ferentes sehr hellhörig, was diese Figur angeht und möchte nun diesen Kristallschädel haben. Aber ja, sie hat sich auf der Reise schwer verletzt und muss hier nun auch zurückbleiben. Hat Widow doch noch etwas, was er nach Hause bringen kann, was er seiner Familie zeigen kann, dass er eben kein, ja, dass er eben kein nütze Person ist, dass er eben doch was erreichen kann. Ja, die Abrafaxe brechen, wie gesagt, nun ihre weitere Reise ohne Donna Ferentes auf, denn die hat sich den Fuß gebrochen und kehren nun eben in die Hauptstadt Limas, wo der peruanische Vizekönig seinen Wohnsitz hat, ein. Und kurz nach dessen Ankunft taucht auch Sir Francis Drake auf. Ne? Mittlerweile hat es aber auch Donna Ferentes geschafft, dorthin zu kommen und berichtet den Piraten, dass man in Eldorado zwar kein Gold findet, aber dass eben dieser goldene Mann dort gefunden wurde. Leider ist ein Unglück passiert und zwar wurde, ja, Widow Wechselgeld mit Goldfarbe übertüncht und jetzt hält man ihn für den goldenen Mann und nicht seine Figur. Ja, und nun entführt Sir Francis Drake und seine Piraten Widow Wechselgeld und die Abrafaxe mit auf ihr Schiff und klauen noch das ganze Silber des Limas. Und ja, Don Ferrando hat es auch nun mittlerweile dorthin geschafft. Tut sich mit Donna Ferentes zusammen, denn Sir Francis Drake möchte die Donna nicht mitnehmen, weil ja, sie ja nun das Gold nicht mitgebracht hat aus Eldorado. Ja, so schleichen sich beide heimlich mit an Bord und beginnen die Reise auch mit. Ja, in der Zwischenzeit klärt sich natürlich auch auf, dass eben Widow doch kein goldener Mann ist, aber diesen goldenen Mann hat. Und dementsprechend nimmt jetzt Sir Francis Drake diese goldene Steinfigur an sich und dafür dürfen die Abrafaxe mit nach England reisen. Unterwegs retten sie aber das ein oder andere Mal Sir Francis Drake den Hintern auf gut Deutsch und kriegen auch den Kristallschädel zurück. Ja.
Ihre Reise ist beschwerlich nach England. Sie treffen auf Indianer, auf Meuterei auf dem Schiff. Ja, wir erfahren, was mit Don Ferrando nach Heft 12 1983 passiert ist, als er von einer Zikkurat erschlagen wurde. Wir wussten bereits, dass er irgendwann mal in Ägypten war, weil es dort eine Pharaonenstatue von ihm gab. Ja, und das erfahren wir auch in der Zwischenzeit, was darauf folgend mit ihm passiert ist. Damals war sogar das Mosaik am Überlegen, daraus eine Sondernummer zu machen. Das war immer die Rede von einer Nullausgabe sozusagen. Das weiß ich noch, stand immer in den Leserbriefen, weil viele nun wissen wollten, was ist mit Don Ferrando. Ja, gut, irgendwann kommen sie in England an und in England sucht nun aber jeder nach diesem Kristallschädel, den Widow hat. Denn dieser Kristallschädel hat ja, wie gesagt, magische Kräfte. Und viele der hohen Tiere in England sind der Meinung, im Kristallschädel könnte der Stein der Weisen sein. Ja, irgendwann gibt Widow aber selbst den Kristallschädel außer Hand, weil er sich verliebt in eine junge Frau namens Mad Mary, die es auch wirklich in England wieder gab. Ja, und die Abrafaxe wiederum suchen überall eigentlich nach Widow, weil die sich verloren hatten und auch den Kristallschädel. Und ja, werden dabei auch gefangen genommen von den Leuten, die den Kristallschädel suchen. Und als diese jetzt ja eine Zeremonie abhalten, ja, finden sie nicht nur den Kristallschädel wieder, nein, auch die Wunderlampe, die sie einst vor 300 Jahren schon mal getroffen haben, die sie auch einst mit Don Ferrando zusammen verloren haben. Und hierbei geht dann der nächste Zeitsprung. Und hier bleiben wir zwar in England, sind aber Anfang des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der industriellen Revolution angekommen. Damit geht es dann während der Saga Orient Express weiter. Ja, die Sa Serie ist, nimmt in der zweiten Hälfte etwas ab. Es liegt auch daran, mittendrin hat man auch meiner Meinung nach nicht mehr so gute Zeichner zu dem Zeitpunkt am Start. Manche Zeichnungen finde ich sahen wirklich sehr schlecht aus, vor allem so bei den letzten paar Ausgaben, das muss ich leider sagen. Und Rachel hatte kurz vorher aufgehört als Hauptzeichnerin. Ja, und ab da merkt man schon eher den Abstieg der Zeichnung. Es ist leider so. Es wird danach auch alles wieder besser, aber hier war so zeichnerisch meiner Meinung nach so ein gewisses Tief, zumindest was die Abrafaxe anging. Man sieht nochmal alle Figuren wieder, die wir im Laufe des Abenteuers getroffen haben. Bei manchen wundert man sich natürlich, wo die jetzt herkommen, wie die jetzt aus Amerika jetzt auch hier rüber geschifft worden sind. Und wir erfahren, dass dieser Geheimbund in England eigentlich mit dem Kristallschädel und mit dieser Flasche was ganz anderes vorhaben. Und zwar erfahren wir, dass in Italien ein Zeittor existiert, was überall hinführen soll, zu jedem beliebigen Zeitpunkt der Welt. Aber wir erfahren nicht, was passiert, denn die Abrafaxe werden ja in die Zukunft gebracht. Sie reisen mit dem Flaschengeist in die Zukunft. Wir erfahren nicht, was mit all den Leuten, die dort sind, passiert. Wir wissen aber, der Kristallschädel ist vor Ort und die Wunderlampe ist vor Ort. Ja, dementsprechend kann sehr wohl immer noch irgendwer die Macht über dieses Zeittor an sich erlangen. Gerissen haben. Wir erfahren es einfach nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist die Sache, wo diese Serie zu Ende geht und eigentlich überall Fragezeichen auf dem Kopf bleiben. Irgendwie wurde dieses Ende nicht gut zu Ende gearbeitet, denn darum geht es danach nie wieder. Wir erfahren nichts mehr, was mit diesem Zeittor auf sich hat. Wir wissen nicht, was aus der Flasche und dem Kristallschädel geworden ist. Wir treffen zwar irgendwann Don Ferrando nochmal wieder, aber auch da erfahren wir gar nichts. Also hier ist noch Aufholbedarf vom Mosaik und ich hoffe, dass eben auch wie eben im Jahr 1997 nochmal eine Story von 1983 aufgegriffen wurde, dass irgendwann mal diese Story von 1999 vielleicht auch nochmal aufgegriffen wird und wir diese letzten Fragen irgendwie doch nochmal beantwortet kriegen und wirklich mal erfahren, was eigentlich nun mit diesem Zeittor auf sich hat, was aus all den Figuren geworden ist, die nun hinter dem Kristallschädel her waren und eben auch hinter dem Stein der Weisen und eben auch nach diesem Zeittor. Ja, das ist leider eine offene Frage.
Hier, wie gesagt, finde das nach hinten hin die Ausgaben wirklich zeichnerisch etwas schlechter. Storytechnisch bleiben sie weiterhin gut, sie sind weiterhin unterhaltsam. Widow bleibt auch witzig ohne Ende. Die Spielereien zwischen Don Ferrando und Donna Ferentes sind auch immer wieder klasse, denn sie hauen sich immer gegenseitig immer wieder aufs Neue in die Pfanne. Es macht wirklich Spaß. Ja, gut. Was ich auch nicht verstehen kann, mittendrin wurde eben auch der Erzählstil geändert. Das ist eben auch ein Grund, warum ich hier dann abgebrochen habe. Die Ausgabe war noch ganz normal. Ja, hier auch noch. Und dann irgendwann kehren wir nämlich genau mit Heft 284, kehren wir hier mit der Startseite eigentlich wieder zu den Ursprüngen des Mosaiks zurück mit derselben Einleitung. Die zieht sich dann über den kompletten Rest so durch. Und das war für mich eigentlich auch eher unverständlich, warum man hier diesen da wieder so hingegangen ist. Man hat es zum Glück danach nicht mehr fortgesetzt in der Art, aber es war dann erstmal so. Gut. Wie gesagt, trotzdem, es gehört beides zusammen. Es ist beides eine geniale Serie. Und ich kann auch die komplette Serie Eldorado einfach nur empfehlen. Die macht richtig Spaß. Und eben, wie auch immer gesagt, man lernt was. Besser kann es nicht sein. Das Mosaik, ich liebe es. Wir sehen uns. Tschüss.